Ahoi, Kameradinnen und Kameraden. Willkommen, liebe Tetrapackies, zurück an Bord von U96, unserer geliebten und treuen Henriette. Jawohl, wir sind wieder in La Rochelle und wir müssen uns erstmal um unser Boot kümmern, würde ich sagen. Was brauchst du, Herr Kaloy? Ah. Zeig mal, was du alles da hast. Ja, auf der letzten Feindfahrt waren wir ja doch eigentlich recht erfolgreich. Nicht wahr? So, mal gucken. Lebensmittel, ja. Bunkern wir den Käse auf. Exotische Früchte. Was haben wir hier? Dosenbrot. Da können wir auch noch ein bisschen was von mitnehmen. So. Und dann nehmen wir ja, was nehmen wir noch mit? Ah komm, nehmen wir noch Wurst mit. Für die Jungs. So, Ausrüstung. Haben wir gar keinen Kaliumabsorber mehr? Den gibt's hier wohl nicht, was? Nee. Oh ja, die müssen wir auffüllen. Ganz dringend. So. Ey. Hä? Das war jetzt etwas merkwürdig irgendwie. Aber gut. Da müssen wir wohl mit leben. So, Torpedos auch bestückt. Kraftstoff auch ganz dringend. Sorry, ich muss mir gerade nochmal einen Überblick verschaffen. Meine Tastenbelegung. So. Auftanken. Jawohl. Wir haben noch einen Slot frei. Ja, vielleicht sollten wir mal alles aufmunitionieren. Oh, das war gar nicht mal so günstig. Na gut. Und jetzt setzen wir mal einen... Ja, ich will erstmal auf Wiedersehen sagen. Jetzt setzen wir mal einen von unseren Offizieren. Herr Kaloy? Als Quartiermeister ein... Hallo? Genau, der kann dann schon mal aufmunitionieren und sich um die ganzen Dinge kümmern. Ja, kümmern war das richtige Wort. Jawohl, er hat es gefunden. Es hat auch lang genug gedauert. So. Forschung, richtig, die war auch fertig. Was für Dinge wir uns alle kümmern müssen. Mein Gott. Akkumulatoren 1. Sehr schön. Ja, dann gucken wir doch direkt mal... Was brauchst du, Herr Kaloy? Was wir alles noch wieder neu verbauen können. So. Hatten wir hier noch was? Nee, ne? Nee, den haben wir noch nicht erforscht. Akkumulatoren. 6. 25% erhöhte Kapazität. Ja, nicht schlecht. Direkt mal dran bauen. W-
Was haben wir sonst? Borkum haben wir drin. Die haben wir drin und der nächste muss noch erforscht werden. Okay. Also Toilette müssen wir auch noch erforschen, da haben wir auch noch nichts. Ja, das ist gut. Turm konnten wir noch nicht verbessern, ne, glaube ich. Oh, doch. Jawohl. Das ist ja cool. Okay. So weit, so gut. Wunderbar. Was wollte ich noch schauen? Genau. Neuen Forschungsauftrag sollten wir auch mal anstoßen hier. Antiradarschnorchel. Verbesserte Toiletten. Wo machen wir jetzt weiter? Das ist hier eine gute Frage. Tun wir mal was für die Mannschaft und erforschen, wenn möglich, verbesserte Toiletten haben wir nicht. Ingenieur haben wir gerade auch noch frei. Wunderbar. Sehr schön. Dann ist mir gerade was aufgefallen. Kapitän, das kann deine neue Crew sein. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Ihre Dokumente sehen möchten. Ja. Oh. Achso, das ist Personality. Was heißt das jetzt? Er ist ein Angsthase oder was? Kann man das hier sehen? Nee. Toll, wenn ich jetzt wüsste, was das bedeutet. Es steht auch nicht dabei. Das ist, glaube ich, Seewolf. Und das ist dann wohl Angsthase oder irgendwie sowas. Vermute ich. Wir haben auf jeden Fall noch einen Platz frei. Nehmen wir mal den Hans Müller mit. Alles klar. Ja gut, die würde ich natürlich eigentlich dann auch gerne ersetzen. Aber was ist jetzt schlimmer? Muss ich, glaube ich, nochmal im Forum nachschauen. Oder vielleicht weiß jemand von euch das, dass wir die Jungs mal austauschen können. Demnächst. Nee, da wird uns nichts gesagt. Aber das wäre vermutlich sinnvoll. Alright. Achso, die Akten. Ja, da könnte ich auch nochmal eben gucken. Noch ein Funkern, ey. Alles gut. Zwei Torpedos hat er also schon wieder geladen. Was brauchst du, Herr Kaloy? Ja, mal gucken, ob ich noch ein paar Torpedos mitnehmen kann. Schau mal. Ja. Alles klar. Wow. Was war das denn? Voll der Geist.
Mach du mal die Kompressoren an. Unsere Druckluft sieht im Moment auch nicht so gut aus. Wir wollen ja gut vorbereitet auf die nächste Tour gehen. Das gehört alles dazu. Vorbereitung ist alles. Mach den auch nochmal an. Alles klar. Flaggenmast. Decklager. Okay, da brauchen wir jetzt erstmal im Hafen nichts zu machen. Dann gehen wir mal zum leitenden Offizier. Danke sehr, dann schauen wir mal, was der denn für uns hat. Dies sind die heutigen Aufträge vom BDU. Streng geheim. Ja. Flottille oder Patrouille? Ne, ich würde sagen, wir patrouillieren nochmal. Alles klar. 2000 Kilometer im markierten Gebiet fahren. Jawohl. Sorry. Dann haben wir sonst alles. Habe ich irgendwas vergessen? Nö, ich glaube nicht, oder? Müsste soweit alles stimmig und passend sein. Punkte haben wir leider noch nicht. Ja. Ah, doch. Ich habe wohl was vergessen. Kapitän? Hatten wir nicht auch Beförderungen? Da war doch irgendwas. Genau. Aha. Schmidi kann jetzt also auch kochen. Das ist gut. Da habe ich ja die ganze Zeit nachgesucht. Ich glaube, wir hatten bisher keinen mit diesen Fähigkeiten. Sehr schön. So, mal schauen. Haben wir noch andere Leute, die wir befördern können? Oder skillen können? Ah ja. Gut. Was wir haben, das haben wir. Herr Karwald, soweit noch nichts. Wie sieht's mit Pete aus? Auch noch nicht, okay. Kapitän? Nope. Ah, die anderen wahrscheinlich auch nicht, ha? Sind ja auch noch. Oh doch. Moment, wir hatten beim Karwald. Den hatten wir als Arzt, ne? Dann machen wir den als Hydrophonetist, oder? Ja. Sehr gut. Herr Kaloy? Er hat noch nichts, alles klar. Haben wir noch wieder ein paar Plätze frei, weil er räumt ja schon eine ganze Zeit. Schau mal. Nicht wirklich. Rohr 4 geladen. Rohr 4 geladen, aber Torpedos gibt's hier nicht mehr, ne? Ne. Na gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg.
Und ich würde sagen, wir machen das wie immer. Ich plotte den Kurs und wir sehen uns, sobald etwas Spannendes passiert. Alles klar, bis gleich, Leute. Ja, so, ich steige hier nochmal kurz aus, beziehungsweise wieder ein. Ausgestiegen war ich ja. Ihr habt gesehen, wir hatten einige Probleme, was unsere Wegfindung betraf. Kaum stand der wachhabende Kartenoffizier, der Navigator, mal 2 Sekunden nicht am Tisch, hatten wir direkt die Position unseres Schiffes verloren. Das seit dem letzten Patch bei mir irgendwie... Ja, total buggy bug. Wir hatten einige Male Schraubengeräusche, allerdings außerhalb unseres Patrouillengebietes. Jetzt hier innerhalb des Patrouillengebietes, wie ihr gesehen habt, war bisher noch gar nichts. Das ist natürlich, das ist irgendwie auch nicht so das Grüne vom Gelben. Nee, das Gelbe vom Ei. Schade, schade. Wird das mal wieder eine Patrouillenfahrt ohne besondere Vorkommnisse? Oder wie sieht's aus? Merkwürdig, merkwürdig. Aber was wollen wir machen? Wir können uns ja unsere schöne Henriette mit ihrem neuen Turm... Wir haben immer noch die Kiste da oben. Okay. Die sollten wir dann vielleicht auch mal aufklären. Ich kann mich nur wiederholen. Hat schon was, oder? Also finde ich zumindest. So, nee. Wollte doch Folgendes testen. Herr Kaloy? Sehr wohl, Herr Kaloy. Aha. Ja, komm. Och nö. Wo ist es denn jetzt? Hä? Ach, hat er das gemacht? Ja, die Kiste ist weg.
Alright. Hallo. Gut, naja, dann würde ich sagen, geben wir hier nochmal ein bisschen Gas. Gucken wir. Tja. Meine Herren. Ist ja jetzt Patrouille abgeschlossen, Funker fehlt. Legen Sie den Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy. Fahren einfach mal Richtung Nordatlantik. Soweit ich gelesen habe, diese grauen Dinger hier, das sind Schnellreisepunkte. Und wenn man die abfährt, dann kann man dort eine Schnellreise hinmachen. Können wir mal testen. Hier, Karwald. Kapitän? Also, ne, noch ist er nicht hundertprozentig fit. Na gut. Jawohl, jetzt. Okay. Wir sind natürlich wieder in der Küste. An der Küste, ist klar. In der Küste. Mittendrin. Mittendrin statt nur dabei. Wir stecken fest. Mal wieder auf Grund gelaufen. Ja. Hoch beeindruckt, 50%. Hey, dann haben wir jetzt aber zumindest wieder, ja, einen Prestigepunkt. Immerhin das. Ein bisschen Geld haben wir auch verdient, nur leider mal wieder Zero Tonnage. Okay. Dafür können wir jetzt einen kleinen Umweg machen. Achso. Ich sehe gerade unsere Moral. Herr Kaloy. Könnte auch mal wieder ein bisschen aufgebessert werden. So. Da, ba, da. Naja. Ja, es ist auf der Suche nach dem Nichts, auf der Suche nach Futter für unsere Torpedos, aber nein. Ja, mach ich so. Was machen wir? Ne, wir warten jetzt nochmal eben, bis wir hier an dem Schnellreisepunkt angekommen sind. Apropos, immer schön darauf achten, dass ein Navigator am Kartentisch steht. You know what I mean. Sonst gibt das hier wieder Käse. Planlos im Atlantik. Das wollen wir ja nicht sein. Waren wir jetzt schon zweimal auf dieser Reise. Und das, oder drei? Ich hab's schon vergessen, ich werd alt. Und? Aha, Kontrollpunkt freigeschaltet. Okay, danke schön. Ja. Bestätigt. Bestätigt, jawohl. Mhm. Gut, dann würde ich sagen. Ba, 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 da. Wir tauschen mal die Mannschaft wieder aus. Nein, nicht die Mannschaft, sondern hier. Ab ins Bett und... Kapitän? Sehr wohl, Herr Kaloy. Ab an den Kartentisch. Jawohl. Und dann geht das hier auch direkt weiter. So, ja. Dann täte ich sagen, hallo? Warum rauppelst du hier so? Ist aber auch neu. Das ist ein Bug oder ein Feature, was? Na, das Ruckeln. Kurs auf diese Koordinaten. Bitte eben den Kurs pitchen. Ei, ei, Herr Kaloy. Okay, wir sehen uns dann, falls was passiert. Bis gleich.
So. Nun laufen wir also wieder in den... Ja, in den Hafen ein. Und wir sind zurück in La Rochelle. Im Westen war nichts Neues. Außer vielleicht ein paar Verirrungen und Wirrungen. Ja, mäßig erfolgreich. Also ich meine, gut, wir haben überlebt. Das war für die U-Boot-Fahrer ja nicht immer sehr selbstverständlich. Aber wir haben auch erst 1941. Und da wird noch einiges auf uns zukommen, denke ich. Wir hatten allerdings einen Prestigepunkt verdient. Trotz all der... was? Ach guck, wir können U1108 abschießen. Junge, hier ist aber ganz schön was los. Heute im Hafen. Gehen wir etwa auf Wolfsrudeljagd in der nächsten Folge? Beim BDU wird viel über ihre letzte Patrouillenfahrt geredet. Ja, da gibt's eigentlich nicht so viel zu reden, aber okay. So, was haben wir denn hier? Oberkommando Einfluss, spezialisierte... Achso. Das haben wir alles schon. Moment. Aha. Ja, machen wir freie Fahrt erstmal. Okay, dankeschön. Auf Wiedersehen. Ach genau, was ich noch überprüfen wollte. Weil ich habe gar nichts mehr gehört. Wie viele Torpedos sind denn eigentlich mittlerweile geladen? Kapitän? Demekaya? Alle. Sehr gut, dann können wir doch bestimmt... ...das Boot nochmal wieder aufrüsten. Was brauchst du, Herr Kaloy? Eine ganze Menge. Nee, eigentlich nicht so viel, weil wir haben ja auch nicht so viel... Schau mal. ...verbraucht auf der letzten Fahrt, nehme ich an. Boah, doch, die ganze Wurst haben sie weggefuttert. Die Verfressenen. Hä? Nee, eigentlich... Okay, na gut. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir dann noch zwei mehr, aber gut. Ich weiß nicht, Bug oder Feature, man weiß es mal wieder nicht. Wieso sind da nur noch 39? Hat der eine hochgeladen? Aber dafür hat er die ganze Flakmunition offensichtlich geladen. Das ist gut. Lebensmittel. Gibt nur noch 32. Ja gut, komm, nehmen wir die mit. Was nehmen wir noch mit? Gemüse oder? Ja, tät ich sagen, Gemüse, ne? Gemüse ist auch wichtig. So, alles klar. Okay. Ja, dann war das mehr so eine Folge Schiffsausrüstung. Apropos Schiffsausrüstung. Da können wir uns jetzt auch nochmal eben drum kümmern. Ja, die Toiletten sind also erforscht. Das ist gut, die bauen wir auch gleich ein. So, was machen wir als nächstes? Flugzeuge sorgen jeden Monat für größere Verluste bei unserer U-Boot-Flottille. Die bevorzugte Reaktion auf Luftangriffe besteht darin, abzutauchen, aber in der Praxis gibt es nicht immer eine Möglichkeit oder genug Zeit dafür. Unsere Ingenieure haben Ideen, wie man die Flugabwehrfähigkeiten unserer U-Boote verbessern könne. Dank dieser Forschung würden wir stärker gepanzerte Kommandotürme bauen und diese mit besseren Flugabwehrkanonen ausstatten. Ja, machen wir das zuerst, oder? Oder die Metox
Ja, komm, wir gehen jetzt rückwärts vor. Wir machen den. Alles klar, danke. Achso. Akzeptieren. Jawohl. Und dann... Was brauchst du, Herr Kalon? Ja, ich brauche... Toiletten. Damit die Mannschaft glücklicher ist. Einen neuen Donnerbalken, bitte. Gut für die Moral, sehr schön. Alles klar. Ja, haben wir soweit alles ausgerüstet, verbessert und eine kleine Werfterprobungsfahrt gemacht mit dem neuen Turm. Ohne besondere Vorkommnisse. Okay. Meine Herren, dann würde ich sagen, bleibt mir nur zu sagen, Leute, haltet die Ohren steif, habt eine geile Zeit. Bis zum nächsten Mal, euer Tetragamer Marcel. Ciao, Leute.